Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Und schon wieder gibt es ein Video, die Post war da. Jetzt sind wir schon bei Paket 377, müsste es glaube ich sein. Da würde ich sagen, wir packen das kleine Paket aus. Irgendwas aus China. Ich glaube, ich weiß, was rauskommt. Bin mir aber nicht sicher. Deswegen schnack mit lang, wir gehen drunter auf den Tisch, packen wir aus, dann wissen wir, was komisch. So, kleines, unscheinbares Paket aus. Ich glaube aus China, aber da steht Niederlande drauf. Niederlande? Hä? Ich hab Deutsche. Eine deutsche Adresse. Niederaula. Ja, keine Ahnung. Also ich han was bestellt in China. Und die glaubt, dass das rauskommt. Aber kann natürlich jetzt auch sein, dass da was ganz anderes rauskommt. Aber von der Größe her würde das eigentlich passen. Ja, das ist auch das. Also bestellt in China, Absenderanschrift ist irgendwo aus Deutschland. Wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung, aber eigentlich ist mir es auch egal. So. Was habe ich mir denn da bestellt? Also ich selber habe gerade vorher mein Video angeschaut, wo ich damals den Stern aktiviert habe in meinem alten Büro. Und da ist genau dieser Regler dabei, genauso wie in meiner Theme Color LED-Streife, was ich im alten Büro kettern. Und den kann man super einstellen über die App und die LED-Beleuchtung, was jetzt hinter mir den Vorhang anstrahlt, wo den Farbverlauf hat. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie das zum Bestellen, sondern das läuft die ganze Zeit schon im Automatikmodus. Und für diese LED-Wand habe ich diesen Regler bestellt. Den habe ich in China bestellt. Ich glaube, 3 Euro, also knappe 4 Euro habe ich gezahlt. Knapp unter 3 Euro. Den kann ich da hinstecken. Der hier, der verträgt echt richtig, richtig viel Strom. Weil mein LED-Stern oder das LED-Feuerwerk, das braucht sehr viel Strom. Und da habe ich schon mal probiert, dass wenn man andere Netzteile zum Betreiber, wird keine Chance. Da flackert das bloß noch. Weil das einfach mehr Strom braucht, weil das so viele LEDs sind. So, und der Regler hier, der verträgt also viel Strom. Der kann das alles sehr gut managen. Ich kann das mit der App, kann ich das noch so einstellen, dass dann auch alles irgendwie synchron läuft. Die App von dem und den LEDs jetzt über mir. Das braucht leider eine andere App. Das kann ich da jetzt nicht zugleich mit integrieren. Aber alles andere, was ich habe, möchte ich mit der, ich weiß gar nicht, wie die App heißt. C irgendwas. Aber das kann man ja schnell rausfinden. Gehen wir nochmal runter auf den Tisch. Ja, auf dem Handy habe ich es drauf. LED-Lampen und die App hier, mit der kann ich mein altes Büro praktisch bedienen. Und das Magic Lantern, das ist jetzt praktisch für die neue, was hinter mir ist. Und die da, da kann jetzt bei mir praktisch in mein Büro hinter das Licht an- und ausschalten und ich kann also den Stern ausschalten und die Beleuchtung praktisch, was hinter mir im Regal montiert war. Und hier ist ja noch genügend Platz für andere LED-Strahler. Und die wird auch eventuell den Stern wieder hier mit ins neue Büro mit integriere, da weiß ich bloß nicht, wo ihr denn genau hinbauen könnt, wo es Sinn macht,
dass es dann nachher auch letztendlich gut aussieht. Und dass halt alles nachher mit einer App funktioniert, habe ich mir das Ding bestellt, dass ich zumindest mal das Regal hinter mir dann da auch mit integrieren kann. Kostet viel, knappe 4 Euro in China bestellt, Lieferzeit war, ich glaube, keine 2 Wochen, da ich glaube, mein doppelseitiges Klebeband von Amazon länger braucht. Ja, kurzes Video, die Post war da, 377 war es, glaube ich. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, ich verlinke euch das natürlich jetzt auch unten in der Videobeschreibung, im Fall ihr das auch möchtet, aber ich gucke mal, ob ich es auf Amazon finde, weil möchtet jeder 2-3 Wochen warten auf irgendwas. Ja, wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniere es auf YouTube kostenlos. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss. Yeah. Justin Dami. Alvin. Let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Breeze, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the deserve it.